Hi und willkommen zu einem neuen Video. Die Überschrift In and Out. Das ist mein erstes Video dieser Art und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und zwar ist es ein In and Out, also Neuzugänge und Abgänge, also Produkte, die ich mir neu geholt habe und Produkte, die aufgebraucht sind, also In and Out. Ich werde immer erst ein In zeigen und dann ein Out oder ich fange einfach mal an. Als erstes habe ich In eine Schlafmaske von Daydream. Ihr werdet jetzt sicherlich wahrscheinlich lachen, aber ich habe leider Gottes das Problem, dass ich Schlafprobleme habe, ich schlecht einschlafe. Und es ist ja so, dass sobald das Auge Licht empfindet durch die Haut, durch das Lid, wird im Körper Melatonin, also das Hormon Melatonin, angeregt und produziert. Und genau dieses Hormon sorgt dafür, dass wir quasi wach werden. Das Gehirn kriegt dieses Signal, hey, es ist Licht da, du musst wach werden. Und ich habe leider nicht so ein extremes Verdunklungsrollo, deswegen diese Maske. Und seitdem ich die Maske habe, schlafe ich schneller ein. Also, eine Schlafmaske. Wenn möglich und ich die Sachen finde im Internet, dann verlinke ich sie euch unten in der Infobox. So, wo wir beim Thema Schlaf sind und out geht raus, was nicht heißt, dass es schlecht ist. Ich sag dann auch was zu den Sachen. Das ist Fritz Cola mit Stevia. Das heißt, es ist keine Cola mit irgendeinem Süßungsmittel wie Aspartam, was aus der Schweinezucht kommt, oder irgendwelchen Zuckerersatzmitteln, die total komischen Nachgeschmack machen oder aber dafür sorgen, dass man tierischen Kohldampf bekommt, sondern mit Stevia, mit Stevioglucosiden aus Stevia. Sie ist nicht kalorienfrei, aber sie hat nur einen Bruchteil von denen, was die normalen Colas haben. Und hinten steht auch drauf, die fetten Jahre sind vorbei. Fritz Cola mit Stevia-Glucosen aus Stevia, kalorienarm und ohne künstlichen Geschmack. Und das stimmt, kein künstlicher Geschmack. Es ist eine gute Alternative zu all den zuckerfreien Sachen und Zero-Produkten und den normalen. Vom Geschmack immer noch am besten. Also, ich weiß nicht, ob ihr das scharf sehen könnt. Wenn ich es jetzt reinhalte, dann seht ihr das nicht scharf. Aber egal. Ein Out-Produkt, was mich überzeugt hat, was ich jeden Tag trinke, was ich einfach liebe. Ach, ey, das ist voll so ein... Ich könnte Werbung machen für Stevia, ne? Für Stevia, für Fritz Cola. Also, hier, mal ein Laster schicken. So, dann als nächstes In-Produkt, das neue Apple TV Generation 3. Ich hatte schon das 2er-Dings, das verkaufe ich jetzt, also... hab mir das 3er geholt, das andere hat auch HD, aber das hat Full HD und ich wollte gerne Full HD, also habe ich es mir gekauft, noch nicht ausgepackt. Ich freue mich schon drauf. Apple TV 3. Dann kommen wir jetzt nur noch zu Kosmetikprodukten zum Aus, und zwar das Anti-Mitesser Wasser von Gesichtswasser von Neutrogena. Das benutze ich immer noch, habe ich bereits nachgekauft und überzeugt mich einfach. Nach jeder Gesichtswäschereinigung gehe ich einfach mit dem Wattepad drüber und benutze das. Das hat mir auch die Kosmetikerin empfohlen, dass ich das benutzen soll, weil ich eben zu unreiner Haut neige. Und ja, ein Produkt, was ich täglich benutze. Jetzt kommen wir auch wieder zu einem kosmetischen Innenprodukt. Und zwar die Blendermade White Strips, die ich sehr, sehr gerne benutze. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich sie benutze. Bei mir bringen sie was. Alle anderen Berichte, die ich gelesen habe, wo was nicht funktioniert hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir bringt es was. Ich habe es mir bei Amazon bestellt und es kostet um die 35 Euro. Und bei mir bringt es definitiv was. Bei mir werden die Zähne weißer, vor allem wenn ich es morgens und abends benutze. Man soll es 14 Tage lang morgens und abends benutzen. Ich habe aber das Problem, dass meine Zähne dann etwas empfindlicher werden. Da habe ich aber auch gleich noch einen Tipp zu. Und dann setze ich einfach mal ein paar Tage aus oder mache dann nur morgens oder nur abends. Ein Produkt, was ich sehr, sehr gerne mag. Weil ich leider zu gelben Zähnen neige. Deswegen benutze ich es. So, ein In-Produkt ist das VIP von Playboy, der neue Duft für den Mann. Ein sehr süßer, schwerer Duft und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein typischer Mainstream-Duft ist, den viele Männer mögen. Ich finde ihn ganz cool, weil er eben an ein sehr edles, sehr bekanntes Parfum erinnert. Er ist nicht gleich, sondern nur sehr ähnlich, ist sehr süß und ja, ist günstig. Ein Drogerieprodukt, was man sich eher leisten kann als einen hochwertigen Duft aus der Parfümerie. Tipp von mir übrigens, ist auch ein Tipp. In. So, Out-Produkt, Sensodyne, eine Zahnpasta, Sensodyne, Dentalweiß, hilft das natürliche weiße Zähne zu erhalten. Aber mir war es eben wichtig, schon Naturweiß mit Fluorid
Sensodyne reagiert halt. Also ich habe es mir gekauft, weil ich so empfindliche Zähne habe. Und wenn ich das benutze und sie werden empfindlich, dann gehe ich einfach mit der Zahnbürste danach nochmal putzen und dann ist das nicht mehr ganz so empfindlich. Benutze ich eigentlich sehr oft. Eigentlich habe ich sonst immer die White Now von Signal, glaube ich, benutzt. Aber die war auch sehr gut. Die habe ich eben nur mal geholt, weil ich eben Probleme hatte mit der Zahnempfindlichkeit. Das ist davon weggegangen. Ein neues Endprodukt, empfohlen von Sammy, Tan Skin. Er hat das wohl als Roller. Ich habe das jetzt als ja, Wasser-Liquid. Günstiger als der Roller, mehr drinne und sorgt dazu, dass man keinen Rasurbrand, keine Pickel bekommt. Wenn ich mich hier oben rasiere an der Oberlippe und ich benutze das, dann brennt es tierisch, aber auch hier. Aber ich kriege trotzdem Pickel oben am Hals. Komischerweise dieses Mal nicht so sehr. Ich weiß noch nicht, ob es mich überzeugt oder nicht. Wenn ihr möchtet, mache ich dazu gerne mal ein Video. Schreibt mir bitte einen Kommentar, ob euch das weiter interessiert. Das nächste Out-Produkt ist ebenfalls ein Anti-Mitesser-Produkt von Neutrogena. Das ist die 7-Tage-SOS-Reinigungskur. Wer also stark verunreinigte Haut hat durch Mitesser und durch Überproduktion der Talgdrüsen, empfehle ich euch, man merkt was. Definitiv. Und dann habe ich nur noch ein In-Produkt, und zwar habe ich mir Photoshop Elements 10 gekauft. Das gibt es gerade bei Amazon im Angebot, weil ich ja dann doch manchmal so ein bisschen, wenn ich ein schönes Foto habe und ich einfach noch ein bisschen mehr rausholen möchte, mache ich das halt damit. Das ist halt super praktisch. Man kann ja Effekte mit reinmachen, man kann tolle man kann tolle Fotobücher damit gestalten, Karten und seine Fotos verwalten. Für 60 Euro gab es das gerade im Angebot, ich verlinke es euch gerne, habe ich da einfach zugeschlagen. So, und dann haben wir noch zwei Out-Produkte. Einmal die Marvis Zahncreme, die jetzt in der letzten Glossybox drin war. Alter Falter, das ist mal eine richtig coole Zahncreme. Vom Geschmack super frisch, der Mund bleibt länger frisch, war leider nur eine Probe, aber ich könnte es mir vorstellen, dass ich es mir nachkaufe. Wenn ich sie irgendwo sehe, werde ich es sicherlich tun. Ein Out-Produkt, aber gut. Und Hydra Energy erfrischendes Reinigungsgel mit Aufwachkick. Das ist dieses hier, das habe ich auch benutzt von L'Oreal. Das hat mir auch gut gefallen. Mittlerweile benutze ich etwas anderes, was meiner Haut auch gut tut und sogar wo ich noch bessere Erfahrungen mitgemacht habe. Das ist so ein Standard, das habe ich viele, viele Monate prodiert. Das habe ich viele Monate prodiert, das ist ganz klar, ne? Benutzt. Und ich hatte es mal ausprobiert und es hat mich überzeugt. Ich habe es 4-5 Mal gekauft, also eine definitive Empfehlung. Ist in der Drogerie zu erhältlich. Was habe ich eigentlich? Ist in der Drogerie zu erhalten. So, und jetzt hätte ich gerne Feedback von euch. In and out. Gefällt euch die Serie? Das würde mich interessieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du die Bewertung nicht vergisst und mir einen grünen Daumen schenkst und jetzt einen Kommentar schreibst. Ich werde mitlesen. Ansonsten geht mir das Wetter auf den Tez. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Regenwetter. Ich möchte bitte Urlaub. Kann bitte jemand Urlaubswetter nach Lübeck bringen? Richtig Sonne. Jetzt ist es gerade mal wieder Zufall, aber sobald ich das Video schneide und hochlade, wird es wahrscheinlich wieder regnen, 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 regnen. Ich habe keine Lust mehr auf Regen. Fühlt das. Ciao ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Bastian. Und jetzt empfehle ich dir nochmal ein anderes Video. Das erscheint jetzt hier. Dort kannst du es dir angucken. Schau definitiv vorbei. Und hier unten werde ich einen Button fürs Abonnieren einfügen. Da haben wir beide was von. Ich habe einen regelmäßigen Zuschauer und du verpasst keines meiner Videos mehr, weil du jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, benachrichtigt wirst. Dankeschön fürs Einschalten und jetzt klick auf das Video. Viel Spaß. Dein Basti. Tschüss.